Herzlich willkommen zum Videocast des Magdeburger Instituts für Sicherheitsforschung. Das Thema dieses Vortrages lautet Vom Cyberkriege. Mein Name ist Stefan Schumacher und zu Beginn möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Ich bin Vorsitzender der Magdeburger Außen- und Sicherheitspolitischen Hochschulgruppe im Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen, Direktor des Magdeburger Instituts für Sicherheitsforschung und Mitherausgeber des Magdeburger Journals zur Sicherheitsforschung. Wenn Sie Interesse daran haben, in unserem Journal zu publizieren oder an unseren Forschungsprojekten teilnehmen möchten, können Sie sich über unsere Vorhaben auf der Seite www.sicherheitsforschung-magdeburg.de informieren und mit uns Kontakt aufnehmen. Zu Beginn des Vortrages möchte ich einen kleinen Background dazu geben, wie dieser Vortrag entstanden ist und was ich hier mit diesem Vortrag bezwecken möchte. Zuallererst möchte ich anmerken, dass ich kein Jurist, kein Staatsrechtler und auch kein Politikwissenschaftler bin, sondern mich seit fast 19 Jahren als Hacker mit IT-Sicherheit befasse und inzwischen auch von Medien wie dem Österreichischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk und dem MDR als IT-Sicherheitsexperte bezeichnet werde. Ich interessiere mich für die politischen und militärischen Auswirkungen der Technik und versuche diese hier in diesem Vortrag zu beleuchten. Warum das Thema Cyberkrieg? Cyberwar bzw. Cyberkrieg ist zurzeit ein viel diskutiertes Thema in den Medien, in der Hacker- und IT-Sicherheitsszene, natürlich auch im Militär und der Politik, die ja für Krieg und Kriegsführung zuständig sind, sowie zu kleinen Teilen auch in der Politikwissenschaft. Schlagwörter, die Sie in den Medien dazu sicherlich wahrgenommen haben, sind Stuxnet, der lang und breit diskutiert wurde, Chinesen im Bundestag, das Chinesen habe ich hier nicht ohne Grund in Anführungsstriche gestellt, sowie die Vorfälle in Estland und Georgien in den Jahren 2007 und 2008, die auch als Cyberwar bezeichnet wurden. Problematisch ist hierbei in der Diskussion, dass viele Diskussionsbeiträge, in der Regel leider die meisten, ohne technische Grundlagen bzw. ohne technisches Hintergrundwissen auskommen müssen. Das Problem ist hierbei, viele Diskutanten wissen nicht, worum es überhaupt geht. Sie leben quasi in einer Welt ohne Wissen. Und da eine Welt ohne Wissen keine Welt ist, möchte ich in diesem Vortrag das Ganze mal erstmal als technisches Problem befassen, eine technische Analyse durchführen und darauf aufbauend eine Technikfolgeabschätzung geben. Die Frage, die ich hier diskutieren möchte, ist also, was ist ein Krieg? Und dann die nächste Frage, kann dieser Krieg überhaupt im Cyberspace geführt werden? Sprich, ist so etwas wie ein Cyberkrieg überhaupt möglich? Der Vortrag ist zu diesem Zwecke in drei Teile geteilt. Die ersten beiden Teile sind relativ kurz und befassen sich mit der Frage, was ein Krieg ist. Und im zweiten Teil gibt es einige rechtliche und politische Aspekte. Im dritten Teil gehen wir dann in die Details und fragen uns, beziehungsweise da möchte ich eben die technischen Grundlagen durchdiskutieren und vorstellen. Zuerst möchte ich den Begriff Cyberwar klären, bzw. die Etymologie herleiten. Cyber ist englisch abgeleitet von Kybernetik, das wiederum griechisch ist und so viel wie Steuermann bzw. Steuerungstechnik bedeutet. Cyberspace wurde vom Autor William Gibson in seinen Dystopien in den 80er Jahren geprägt. Unter anderem hat er dort auch neben Cyberspace den Begriff Matrix benutzt, um die soziale Dimension der Vernetzung darzustellen. Es ging hier also um Sachen wie Kommunikationsplattformen wie Facebook, Second Life, Twitter und darin stattfindende Phänomene wie Cybermobbing, Ankündigung von Amokläufen und ähnliches. Wichtig ist aber auch zu beachten, innerhalb der Diskussion hat dieses Cyber bzw. Cyberspace auch eine technische Dimension. Die technische Dimension umfasst Hardware und Software sowie Protokolle und Dienste, die die Grundlagen für das Internet bzw. die Vernetzung und darauf aufbauende Programme bieten bzw. zur Verfügung stellen. Der zweite Teil des Begriffs War ist nichts anderes als der englische Begriff oder englisch für Krieg. Für Krieg gibt es ja nicht die eine wahre Definition, sondern viele verschiedene Definitionen. Die bekannteste und die ich hiermit auch für den Vortrag heranziehen möchte, ist die von Clausewitz, der im vom Kriegebuch 1, Kapitel 1, Abschnitt 2 schreibt, der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Wichtig ist hierbei das, was ich rot markiert habe in den Folien, den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Das heißt also, ich möchte irgendjemanden dazu bringen, etwas zu tun oder zu lassen und ich sage ihm, was er zu tun oder zu lassen hat.
Weiterhin stellt Clausewitz fest, dass Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Dieses Zitat wird leider häufig falsch wiedergegeben oder auch sehr falsch verstanden. Es geht ihm nicht darum, dass die Politik gescheitert ist und nun der Krieg zum Tragen komme, sondern im Gegenteil, es geht ihm darum, dass der Krieg immer in die Politik eingebettet ist. Das heißt, die Politik muss definieren, welche Ziele der Krieg erreichen soll und welche Strategie über dem Kriege anzuwenden ist. Das heißt, welcher Strategie der Kriege dienen soll. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Die Ziele des Krieges müssen ebenfalls definiert werden, in diesem Fall von der Politik oder generell von der Politik. Diese Ziele können begrenzte Ziele sein, die es zu erreichen gilt. Oder es geht darum, einen Gegner derart zu entwaffnen, dass er politisch hilflos und militärisch wehrlos ist. Das entspricht beispielsweise den bedingungslosen Kapitulationen, die Deutschland und Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges unterzeichnet haben. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil des Vortrages, Politik und Recht. Grundsätzlich gilt, dass es keinen internationalen Vertrag gibt, der explizit Cyberaggressivität regelt. Das heißt, alles, was dieser Kriegsdiskussion stattfindet, muss unter dem Lichte des Kriegsvölkerrechts bzw. des humanitären Völkerrechts betrachtet werden. Das Kriegsvölkerrecht selbst unterteilt sich nochmal in zwei Rechtsgebiete, dem Jus ad bellum und dem Jus ad bello. Das Jus ad bellum betrifft das Recht, in den Kriegszustand einzutreten und wieder aus dem Krieg herauszukommen, also solche Sachen wie Kriegserklärung. Und das Jus ad bello betrifft das Recht im Kriege. Was dürfen die Kombattanten im Kriege tun? Das betrifft also so Sachen wie Schutzzeichen, sprich Rotes Kreuz, Waffenstillstandsabkommen, Nonkombattanten und so weiter und so fort. Wenn wir also von einem Cyberkriege sprechen wollen, dann müssen wir uns des Kriegsvölkerrechts bedienen und es durch Analogiebildung in den Cyberspace übertragen. Der gegenwärtige Stand der Diskussion ist, dass Cyberattacken nicht als kriegerischer Akt betrachtet werden. Das heißt, es ist also rein aus rechtlicher bzw. aus Interpretation der Rechtslage heraus nicht möglich, einen Kriegsakt im Cyberspace durchzuführen, da solche Cyberattacken eben nicht als kriegerischer Akt betrachtet werden. Zurzeit läuft eine Diskussion, insbesondere geführt von den USA, in denen diese Einstellung geändert werden soll. Sie selber haben gesagt, Attacken im Cyberspace sind Attacken auf unsere staatliche Souveränität bzw. auf unsere Organisation und wir möchten mit konventionellen Gegenmaßnahmen darauf antworten, da wir eben diese Cyberattacken als normalen kriegerischen Akt betrachten. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist in der Diskussion, ein kriegerischer Akt muss von einem Staat und damit einer staatlichen Organisation ausgehen. Eine Person alleine, irgendeine kriminelle Vereinigung, eine Terroristengruppe oder ein Skriptkiddy oder ein Hacker können keinen Krieg erklären. Also ich kann nicht als Person losziehen und irgendeinem Staat den Krieg erklären, das können nur Staaten unter sich. Ein weiterer technischer Punkt ist es, dass die Urheberschaft von Attacken sehr schwer festzustellen ist. Ein kriegerischer Akt muss natürlich immer einen Urheber haben und diesen Urheber gilt es dann zweifelsfrei zu benennen, damit man sich gegen ihn zur Wehr setzen kann bzw. sich gegen ihn verteidigen kann. Das ist in der ganzen digitalen und informationstechnologischen Welt unheimlich schwer. Warum und wieso, werde ich im Rahmen des technischen Teiles versuchen zu klären. Zusammenfassen möchte ich hier nochmal vier Punkte, die für mich im Rahmen dieses Vortrages wichtig sind. In der Frage, was ist ein Krieg? Erstens, es gibt einen staatlichen Urheber. Zweitens, Ziel des Krieges ist es, den Gegner wehrlos zu machen oder zu etwas zu zwingen. Drittens geht es darum, dass eine Strategie über dem Kriege notwendig ist und abgeleitet aus der Strategie sind auch Ziele für den Krieg notwendig. Ein weiterer Punkt, der zurzeit in der Diskussion auftaucht oder der auch diskutiert wird, ist die Nonproliferation, sprich die Nichtverbreitung von sogenannten Cyberwaffen. Auch hier gilt wieder, dass internationale Verträge notwendig sind. Bekannte Beispiele sind der Atomwaffensperrvertrag, der Antarktisvertrag und im Rahmen Deutschlands der Paragraph 202c Strafgesetzbuch, der berühmt-berüchtigte Hackerparagraph. Grundsätzlich gilt auch hier wieder, dass das Ganze ein technisches Problem ist, wir also zuallererst einmal die technische Seite betrachten müssen. Die Frage, die sich zuerst stellt, ist, wie man die Ausbreitung von Wissen kontrollieren will. Bei allen diskutierten Cyberwaffen handelt es sich um Hardware oder Software und wie jeder Entwickler oder Programmierer und Informatiker weiß, sind Hardware und Software einander äquivalent und können in Form von Gleichungssystemen bzw. von logischen Ausdrücken, sprich boolescher Algebra, dargestellt werden.
Das heißt also, jeder Computerchip oder jedes Programm, das ich irgendwo habe, ist in Form einer mathematischen Gleichung darstellbar und ist somit nichts anderes als einfaches Wissen. Jetzt stellt sich natürlich in der Praxis die Frage, wie will ich die Ausbreitung von Wissen kontrollieren? Ja? Ich kann Wissen in Form von Dateien per E-Mail verschicken. Das heißt also, ich müsste den gesamten Netzwerkverkehr eines Landes überwachen, wenn ich verhindern will, dass dieses Land in Besitz von Cyberwaffen kommt. Das ist praktisch unmöglich. Wieso, werde ich nachher im technischen Teil noch zeigen. Des Weiteren muss ich natürlich auch versuchen, den Schmuggel von physischen Datenträgern zu unterbinden. Ne? Jeder kennt oder nahezu jeder kennt heutzutage USB-Sticks und weiß, wie klein die sind. Die kann man also problemlos in einem Schiffscontainer verstecken. Gegenwärtig aktuell sind Micro-SD-Karten, die in vielen aktuellen Handys verwendet werden. Die sind 11 x 15 x 0,7 mm groß, also kleiner als mein Daumennagel. Und diese an einem Grenzübergang aufzuspüren oder im Rahmen des internationalen Warenverkehrs zu entdecken, dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Das heißt also, rein praktisch gesehen ist es schlichtweg nicht machbar, den Schmuggel von Cyberwaffen zu kontrollieren. Ein weiterer Punkt ist natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Cyberwaffe? Eine Cyberwaffe kann beispielsweise auch ein Virenscanner sein, denn ein Virenscanner enthält grundsätzlich immer die Definitionen eines Virus in seinem Lexikon. Das heißt also, jeder Virenscanner hat so eine Art Bauplan bzw. die DNS eines Virus in seinem Lexikon enthalten, damit er diesen Virus erkennen kann. Wenn ich also den Virenscanner nehme und auseinandernehme, im Prinzip reverse engineere, dann kann ich natürlich aus dem Lexikon diesen Bauplan des Viruses heraus extrahieren und damit diesen Virus bzw. die vom Virus ausgenutzte Schwachstelle im Betriebssystem oder Anwendungsprogramm ebenfalls ausnutzen. Das heißt, ich kann also aus dem Virenscanner heraus eine Waffe konstruieren. Damit stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob ich den Virenscanner als Waffe oder als Verteidigungsgerät oder überhaupt nur als einfaches Programm einstufen möchte. Ein weiterer Punkt ist die Kryptographie. Die USA haben bis unter die Regierung von Bill Clinton in den Mitte der 90er Jahre Kryptographie als Waffe deklariert und damit dem Exportverbot bzw. dem Waffenexportverbot unterworfen. Das heißt also unter anderem, dass amerikanische Mathematiker und Kryptologen nicht an internationalen Konferenzen teilnehmen durften, die außerhalb der USA stattfanden, da ihnen eben der Export dieser Waffelkryptographie untersagt wurde. Interessanterweise hat der amerikanische Gerichtshof, der oberste amerikanische Gerichtshof, geurteilt, dass Kryptographie oder kryptografische Programme wie PGP nur in Form von Dateien, sprich also auf Diskette, beziehungsweise als Datei in einer E-Mail, dem Exportverbot unterliegt, nicht jedoch in ausgedruckter Form. Und solange es einigen Cypherpunk-Aktivisten PGP, ein Verschlüsselungsprogramm von Philipp Zimmermann, schlichtweg auszudrucken, ganz normal im Handgepäck per Flugzeug auszuführen und dann in Europa abtippen zu lassen. Und so gelang es ihnen eben, dieses Wissen Kryptographie bzw. kryptografischer Algorithmus bzw. kryptografisches Programm außer Landes zu bringen. Und genau diese Probleme müssen bei der Diskussion Non-Proliferation von Cyberwaffen erst einmal geklärt werden, bevor man sich daran machen will, einen internationalen Vertrag aufzusetzen bzw. eine Agentur zu etablieren, die die Einhaltung dieses Vertrages sicherstellt. Ja, das Ganze möchte ich nochmal kurz mit einem Zitat untermauern. Warum haben sich die Juristen erst einmal mit der Technik zu befassen? Thomas Hobbes hat in der Philosophie der Neuzeit gesagt, und Verträge sind ohne das Schwert leere Worte und vermögen in keiner Weise dem Menschen Sicherheit zu geben. Und da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage in Betracht auf eine Agentur, die den Schmuggel von Cyberwaffen unterbinden soll. Wer soll welches Schwert wohin führen? Das heißt also, wir bräuchten zuerst eine Agentur, die in irgendeiner Art und Weise das Ganze umsetzt. Das lässt sich noch relativ einfach implementieren. Problematisch ist aber dann, welches Schwert soll geführt werden? Soll es internationale Sanktionen geben? Soll es Strafzahlungen geben? Dürfen bei Verstößen gegen diese Sperrgesetze irgendwelche konventionellen Gegenattacken kommen? Das heißt, darf ich Peking mit einer Atombombe platt machen, wenn sich China Virenscanner besorgt? Ist das eine geeignete Reaktion? Und dann ist natürlich noch die alles entscheidende Frage zu klären, wohin soll dieses Schwert denn geführt werden? Kann ich mir denn wirklich sicher sein, dass der Angriff auf meine Netzwerke aus Peking oder aus China oder aus Russland oder einem anderen Land kam? Beziehungsweise wie kann ich nachweisen, dass der vermeintliche Urheber wirklich der Urheber der Attacke ist?
Das ist das ganz große Problem in dieser gesamten Diskussion und Debatte. Ein weiterer kleiner Exkurs ist die Frage bzw.